Mit unserem neuen Decaf aufs Mexiko haben wir neue Wege beschritten. Wir haben Wertschöpfung vor Ort geschaffen und Partnerschaften ausgebaut und neue Netzwerke gemacht. Was genau, erzählen wir euch in diesem Video. Jetzt ist er da, der neue Decaf. Nach einiger Zeit, nach viel Arbeit auch und einem spannenden Entwickeln zusammen mit einem Partner ist er jetzt da und er heißt Sueño. Sueño heißt Traum auf Spanisch, heißt einerseits so, weil ihr noch besser nach diesem Kaffee schlafen könnt, aber andererseits ist es auch ein kleiner Traum, der damit in Erfüllung ging. Ihr wisst, wir möchten gerne Dinge etwas anders machen und da beim Fun, beim entkaffeinierten Kaffee, da gab es noch so viel Dinge zu tun und das konnten wir zusammen realisieren mit der Rancho San Felipe. Und die Rancho San Felipe, die ist in Córdoba, das ist in Veracruz, so in Ostmexiko. Und mit ihnen zusammen haben wir ein neues Projekt aufgegleist. Und da führen wir euch jetzt Schritt für Schritt durch. Und wir kennen Sie schon ein bisschen länger und doch ist es ein ganz neues Projekt. Vielleicht aber ganz kurz, warum wir hier im Rohkaffeeraum sitzen. Das liegt tatsächlich daran, dass hier auch gerade so viel Neues passiert, dass hier so viel passiert. Adrian röstet, auf der anderen Seite findet eine Wasserschulung statt und auch das Büro ist pickepacke voll und wir ziehen ja dann auch noch bald um. Also wir haben uns jetzt eine Lücke gesucht und das war die einzige, wo wir so ein bisschen Ruhe hatten, um euch eben von unserem Schwenio zu erzählen. So, und unser kleines Venue hat so begonnen. Für alle, die auch Rohkaffee kaufen, also entkoffeinierten Kaffee, ist das immer wieder eine Herausforderung. Denn erstens mal müsst ihr euch entscheiden, welche Art der Entkoffeinierung wählt ihr denn eigentlich? Ja, es gibt ganz günstige, zum Beispiel DCM, Dichlormethan, stark chemisch. Es gibt noch ein paar andere, wie zum Beispiel Sugarcane Processing oder eben auch Ethylacetat. Oder ihr kennt vielleicht das Schweizer Wasserverfahren, das Swiss Water Decaf. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, übrigens haben wir auch einen Blogartikel geschrieben, den wir euch hier unten und auch hier oben verlinken. Also schaut mal rein. Da besprechen wir die verschiedenen Methoden, mit denen man Koffein teilweise oder ganz entziehen kann. Und da geht es eben darum, Koffein zu entziehen. Und das hat aber auch immer einen Einfluss auf den sensorischen Geschmack. Uns gefällt dabei das Schweizer Wasserverfahren sehr gut. Einerseits, weil es nur Wasser braucht, um zu entkoffeinieren. Andererseits, weil es den Geschmack nur ganz wenig verändert, aber immer auch zum Positiven. Nur suggeriert hier der Name ein bisschen was Falsches. Das wird nämlich nicht hier in Basel-Land oder sonst wo in der Schweiz prozessiert, sondern in. In Vancouver, also das Swiss Water Decaf, die haben das patentieren lassen. Aber die Erfindung ist wirklich eine Schweizer Erfindung. Schweizer Wasserverfahren heißt das. Aber in Vancouver gibt es diese Firma, die heißt Swiss Water Decaf. Und deswegen werden auch alle Kaffees, die Swiss Water Decaf sind, die werden in Vancouver entkoffeiniert. Und ihr seht schon, in Vancouver gibt es keinen Kaffeeanbau. So, das heißt also, wenn ihr einen Kaffee habt aus Peru, der Swiss Water Decaf ist, dann geht der hoch nach Vancouver, geht zurück wahrscheinlich zum Panama-Kanal durch Zentralamerika durch und dann nach Europa. So, und das fanden wir schon immer etwas merkwürdig. Plus, die Kaffees kommen selten im Grain Pro, die kommen selten in meinem Inliner und die nur in großen Säcken, 60 oder 70 Kilo Säcken. Und Decaf, der wird nicht so viel verkauft wie andere Kaffees. Und da wollten wir tatsächlich Dinge anders machen und natürlich auch mit bestehenden Partnern und vielleicht auch neue Netzwerke schaffen. Und in Mexiko haben wir eben schon eine Weile einen Partner und mit dem haben wir jetzt etwas entwickelt. Ja, das ist der Benny Distel und Melissa, ein Paar, die jetzt eben die Rancho San Felipe in Córdoba übernommen haben. Und zwar ist das die Farm von Melissas Familie und ihre Schwester führt die schon länger. Und die beiden, Benny und Melissa, die sind jetzt vor 2 Monaten oder so nach Mexiko gezogen und machen das jetzt Vollzeit. Hola, nosotras somos Melissa y Jimena. Somos hermanas y dirigimos Café San Felipe en Córdoba, México. Desde hace ya 3 generaciones, nuestra familia se ha dedicado al cultivo y proceso del café y nosotros desde el 2016 entramos en el negocio familiar. En Rancho San Felipe contamos con las fincas, el beneficio húmedo, el beneficio seco y el tostador. Maquilamos nuestro café, así como el de nuestros vecinos productores, principalmente de los municipios de Córdoba, Amatlán, Chocamán y Atoyac. Nuestro principal objetivo ha sido siempre mejorar nuestra calidad del café año con año y realizar conexiones directas con tostadores nacionales y extranjeros. So, und er war schon ein paar Mal hier und sie auch und wir haben immer wieder philosophiert und irgendwann hat er mal von einem Produzenten erzählt, mit dem sie zusammenarbeiten, Rafael Reyes. Und der ist in Neria, das ist 20 Kilometer nur weit weg von Córdoba. Und der wollte einen richtig geilen Kaffee kaufen. Eine ganz besondere Varietät hat die dann gekauft, angepflanzt und musste dann aber entdecken,
Das ist doch keine Geisha-Bar. Er hat nämlich Setzlinge gekauft für 3 Hektar, für Geisha. Es war aber keine Geisha, sondern es war wahrscheinlich ein Gattimor. So, und jetzt stand er da mit einem Kaffee, den er eigentlich schon vorverkauft hat als Geisha. So, und zeitgleich kam da unsere Anfrage, du, wollen wir mal irgendwas machen und Decaf. Könnt ihr nicht Decaf machen? Warum denn? Weil im selben Ort, wo die Rancho San Felipe ist, ist Descamex. Und Descamex, die, wie der Name sagt, die machen entkoffeinierten Kaffee in Mexiko, Descamex. Und die sind im selben Ort wie die Rancho San Felipe. So, also hier. Und jetzt ist dieser andere, Rafael Reyes, ist hier, 20 Kilometer weit weg. Und dann lag irgendwie der Versuch nahe, Kaffee dahin zu bringen. Also Kaffee von Rafael Reyes zur Rancho San Felipe verarbeitet, dann zu Descamex, die entkoffinierenden Kaffee im selben Ort und bringen ihn zum Hafen nach Veracruz, was wiederum 30, 40 Kilometer bis zur Küste geht. En conjunto con Cafemacher, en el 2021 realizamos nuestro proceso descafeinado con agua. Este café es un proceso lavado cosechado en la comunidad de San José Neria de Chocamán, Veracruz, en las altas montañas, a una altura más o menos de 1250 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente fue descafeinado con la empresa Descamex de Córdoba con Mountain Water Process. La descafeinadora se encuentra a solo 4 kilómetros de distancia de la finca y a 108 kilómetros de distancia del puerto de Veracruz. Con ello se reduce la emisión de carbono en el transporte y gracias al proceso de agua conservamos el perfil de nuestro café veracruzano. Wir haben jetzt also einen Kaffee hier, der in einem Radius von 40 Kilometer angebaut, entpulpt, getrocknet, entkoffiniert und verschifft wurde. Also das ist wirklich ganz arg zusammengeschaucht worden jetzt an dieser Stelle. Viel mehr geht gar nicht. Das freut uns natürlich sehr. Danach wird der Kaffee natürlich wiederum verschifft und kommt dann irgendwann bei uns an und wird dann von uns aus oder von uns weiterverarbeitet und dann eben zu euch geschickt. Und den haben wir jetzt auch hier in der Tasse. Ja, genau. Und den haben wir jetzt auch über die Wochen hinweg entwickelt und der ist ab sofort erhältlich. Unser letzter Decaf, unser letztes Venue, der war auch aus Mexiko, aber aus Chiapas. Der hatte etwas mehr Säure und etwas weniger Körper. Und jetzt haben wir das gedreht mit dem neuen Kaffee hier aus Veracruz. Der hat deutlich mehr Körper und etwas weniger Säure. Und der hat so eine würzige Note, ne? Lustige aromatische Kombi, ja? So was Pfeifentabak-ähnliches wie dunkle Schokolade, aber auch. Und so was Malziges auch. Malzig, Pfeifentabak, vielleicht was ganz, ganz leicht. Ja. Was an Nelke erinnert. Total interessant, die Kombination mit der Schokolade. Schmeckst du Decaf raus? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich, ich würde es gerne mal blind machen. Mhm. Es ist schon es ist wirklich zunächst mal ein Espresso. Genau. Also ich finde, es ist zumindest zunächst mal nicht ein Decaf, sondern es ist zunächst mal ein Espresso und manche Noten vielleicht erinnern sie mich dann vage an ein Decaf, aber da muss ich schon einfach ausholen und mich extrem damit beschäftigen und konzentrieren, um sagen zu können, ja, das ist vielleicht auch ein Decaf. Also ich finde erstmal, in erster Linie ist es wirklich ein Espresso und das finde ich erstmal cool, dass das nicht mir Faust aufs Auge sagt, ich bin ein Decaf, sondern ich bin ein Espresso, oder? Der ist jetzt ganz ordentlich gebrüht, lieber Philipp. Danke. Wie hast du das gemacht? Prüfverhältnis 1 zu 2,5. Wie kreativ. Also, wie kreativ. Wir rösten so. Also viele von unseren Espressi, die wir rösten, die funktionieren sehr gut in diesem Verhältnis. Das heißt also auch, 1 zu 2,5 ist für viele von euch vielleicht etwas länger als normal, aber trotzdem ist der Kaffee wirklich ziemlich fett und das macht einfach Spaß. Also zusammengefasst, wir haben einen Espresso, der eine Aromatik hat, die von würzig bis schokoladig bis tabakig ist, mit mittlerer Säure maximal. Der Espresso ist ziemlich schwer und das Spannende für uns war wirklich vor allem die Entwicklung dieser ganzen Lieferkette. Vielleicht noch da was dazu. Jetzt, wenn man so Kaffee entkoffiniert, du hast auf dem Blogartikel hingewiesen, wie das genau funktioniert, das Schweizer Wasserverfahren, das heißt eben Swiss Water Decaf Process, ist genau gleich wie das in Mexiko. Es gibt aber einen großen Unterschied. Die dürfen das in Mexiko ja nicht so nennen, deswegen heißt es Mountain Water Processing. Ne? Und zwar kommt das Wasser auch nicht aus Vancouver, sondern Pico de Orizaba. Das ist der höchste Berg in Mexiko. Das schmeckt man leider nicht raus, aber es geht genau gleich wie genau. Das könnt ihr eben im Artikel dazu lesen. Vielen Dank an Rancho San Felipe, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr da Produzenten gesucht habt, die die Verbindung gemacht haben und auch ein gewisses Risiko genommen habt. Denn ihr wusstet ja auch nicht, wie der Kaffee schmecken wird. Und ein Trial Batch, mal so ein Versuchsapparat zu machen, das macht man halt nicht mit einem Kilo, sondern
mit 50 Sack Kaffee. Wir sind ziemlich überzeugt vom Kaffee und finden es total toll, dass der jetzt bei uns ist und sind super gespannt, wie er euch schmeckt. Also schreibt doch gerne in die Kommentare auch, ja, wie ihr ihn brüht, wie er euch schmeckt, ob ihr merkt, dass es ein Decaf ist oder eben dann doch nicht, dass es mehr ein Espresso erstmal zunächst ist, der gar nicht so sehr an Decaf erinnert. Wir sind da ganz gespannt, von euch zu hören, auch Feedback zu bekommen, das wiederum weiterzugeben und diesen Kaffee dann weiterzuentwickeln die nächsten Jahre. Und an alle Röstereien, meldet euch doch gerne bei Rancho San Felipe, denn wir haben jetzt die Hälfte der Ernte gekauft. Es gibt aber noch mehr Kaffee und es wäre doch schön, das noch weiter zu vergrößern und vor allem auch eben die ganzen Lieferketten noch kürzer zu gestalten und die Wertschöpfung in Mexiko vor Ort zu lassen.